Hallo liebe Freunde, in diesem Video wird beschrieben, wie beschädigte oder gelöschte Systemdateien in Windows 10 repariert werden. Dies kann auf eine fehlerhafte Verwendung des Betriebssystems infolge von System- oder Hardwarefehlern sowie auf das Aussetzen von schädlicher Software zurückzuführen sein. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Systemdateien in Windows 10 zu reparieren. Die erste Möglichkeit besteht darin, den Befehl SFC Scan Now in der Befehlszeile zu verwenden. Führen Sie dazu die Eingabeaufforderung als Administrator aus. Geben Sie danach den Befehl SFC Scan Now ein, drücken Sie Enter und warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Der Nachteil dieser Methode ist, dass ein Teil der gefundenen beschädigten Windows 10 Dateien nicht repariert werden kann, da sie derzeit vom System verwendet werden. Damit ist der Scan abgeschlossen und in meinem Fall hat der Windows-Ressourcenschutz keine Integritätsverletzungen festgestellt. Im Gegensatz zum ersten hat das zweite Verfahren diesen Nachteil nicht. Dazu muss die Befehlszeile im Windows 10 Wiederherstellungsmodus ausgeführt werden. Sie können den Wiederherstellungsmodus über eine zuvor erstellte Wiederherstellungsdiskette, eine Bootdiskette oder ein USB-Laufwerk aufrufen. Wählen Sie auf dem zweiten Bildschirm Systemwiederherstellung aus und drücken Sie bei der gedrückten Umschalttaste im System Sperrfenster auf Neustart. Ich werde die letzte Option verwenden. Gehen Sie dazu in das Menü Start und klicken Sie auf Beenden. Drücken Sie im System Sperrfenster die Power-Taste und klicken Sie bei der gedrückten Shift-Taste auf Reboot. Klicken Sie im Wiederherstellungsmodus auf Problembehandlung, erweiterte Option Eingabeaufforderung. Wenn Sie eine Wiederherstellungsdiskette oder eine Bootdiskette oder ein USB-Laufwerk verwenden, um in den Wiederherstellungsmodus zu wechseln, werden Sie nicht nach einem Benutzernamen und einem Kennwort gefragt. Wenn Sie die gleiche Methode wie ich verwenden, müssen Sie ein Kennwort für den Administrator eingeben. Wir klicken auf den Account und geben das Passwort ein. Im Wiederherstellungsmodus können Sie nicht einfach den Befehl SFC Scan Now eingeben, da sich der Laufwerkbuchstabe des Betriebssystems ändern könnte. Um herauszufinden, welche Laufwerkbuchstaben aktuell vorhanden sind, geben Sie den Befehl Diskpart List Volume ein. Hier interessieren uns folgende Datenträger. Ein vom System reservierter Datenträger mit einem Bootloader und ein Datenträger mit dem Windows-System selbst. Nachdem wir das erfahren haben, geben wir den Befehl Beenden ein und drücken Enter. Danach geben wir den folgenden Befehl ein. Und drücken wir Enter. In diesem Fall werden die Systemdateien durchsucht und repariert. Dieser Vorgang kann in einigen Fällen sehr lange dauern. Es mag Ihnen so vorkommen, als ob die Befehlszeile hängen geblieben ist und nicht reagiert. Dies ist jedoch nicht der Fall. Dritte Methode. Führen Sie die Befehlszeile als Administrator aus und geben Sie den folgenden Befehl ein.
Dissen, Online, CleanUp Image, ScanHealth mit einem Schlüssel. ScanHealth Systemdateien werden auf Fälle überprüft und mit einem Bericht versehen. Oder Sie können den Schlüssel RestoreHealth eingeben, mit deren Hilfe sowohl eine Verifikation als auch eine automatische Fehlerkorrektur durchgeführt wird. Drücken Sie Enter und fangen Sie an zu warten. Sie können denken, dass die Befehlszeile eingefordert ist, aber Sie sollten nicht so denken. Dieser Vorgang kann 15 Minuten oder länger als eine Stunde dauern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Daumen hoch, abonnieren Sie unseren Kanal. Viel Glück, tschüss.